Tag 2 Tour de Suisse, wir sind in Stans auf dem Dorfplatz. Es ist mega gemütlich hier, wunderschön. Aber Stans hat nicht nur schöne, sondern auch dunkle Seiten. Ich habe mal eine Reportage gesehen über ein Jollerhaus, das so recht spooky daherkommt. Und ich war da noch recht klein. Ich könnte mir vorstellen, dass dort der eine oder andere noch rumgeistern ist. Ja, so im Jollerhaus haben sie geheissen Spooky. So wie im Beihaus, dort so im Jollerhaus Spooky. Um dieser ganzen Mystik auf die Spur zu gehen, treffen wir jetzt dann die Clara Niederberger. Sie zeigt uns das Beihaus in Stans. Das Haus für die Gebeine, also man tut da die Knochen, die nicht vermisst waren, hat man hier aufbewahrt, in einem gesegneten Ort. Es hat in diesem Haus also Begebenheiten gegeben, die noch etwas nachgewirkt haben. Für mich war es nicht unheimlich. Aber ich habe auch nicht in dieser Zeit gelebt, wo diese Kräfte drin gewirkt haben. Also in dieser Zeit, wo der Joller mit seiner Familie drin war, war das sicher nicht mehr lustig. Das Jollerhaus ist mir dann noch etwas nachgespuckt und ich habe mir ein paar Berichte und Dokus reingezogen. Das Ding ist, im Jahr 2010 ist das Haus abgerissen worden. Das Grundstück, das ist jetzt überbaut. Jetzt ist die grosse Frage, ob es dort immer noch Geister herum hat. Die Geschichte lebt wohl weiter, hoffe ich, in den Menschen. Weil wir werden immer wieder nachgefragt nach dem Geisterhaus, weil das eben schon noch spannend ist. Aber ich glaube, an dem Ort ist das jetzt wie Geschichte.